Na, in einen unterirdischen Tempel wollen wir erstmal nicht. Ich will mir noch die andere Seite der Kanalisation angucken. So, erstmal weg mit dem Schleim. Und Sagadi ist wieder müde. Oh, hier hat jemand die Mauer gut eingerissen. Sollten wir aufpassen, wer hier drin ist. Hier ist niemand drin. Hier ist nur ein Morgenstern drin. Okay. Was ist hier drüben? Ein Raum. Dieser kleine Orlane hat eine Kiste und Stofffetzen zusammengesucht und daraus eine notdürftige Unterkunft gebaut. Das dicke Fell auf seinen Gliedern ist verfilzt, seine Kleider schmutzig und löchrig. Er erschrickt, als du eintrittst, seine Augen weit vor Angst. Hello. Nach einem Augenblick lächelt er jedoch schwach. Hallo, ich hätte hier unten keinen Besuch erwartet. Er blickt sich in den dunklen Raum um. Was tust du hier unten? Eon schnallt eine Grimasse. Ich habe in letzter Zeit eine rechte Pechsträhne. Ich habe mein Zuhause verloren, deswegen bin ich nach hier unten gegangen. In den Katakomben stöbert niemand herum, naja, außer mir. Auch dein Leben kann man an weniger gefährlichen Orten leben. Du versteckst dich vor etwas oder vor jemandem. Eon blickt sich in der schäbigen Kammer um und liegt langsam und betrübt. Ja, das ist wohl deutlich zu sehen. Er seufzt tief. Also gut, es stimmt, ich verstecke mich hier unten vor den Rittern. Aber es ist nicht, wie du denkst. Er senkt seinen Kopf. Es war ein Unfall. Es war schwer für mich hier in Trutzbucht. Ich dachte, wenn ich mich in die Stadtpolitik involviere, wenn ich die richtigen Freunde habe, dann würde es leichter werden. Und das wurde es auch. Ich habe mir einen Namen gemacht, ein Leben aufgebaut. Die Leute hören tatsächlich auf mich, wenn ich etwas sage. Naja, haben gehört. Bei solchen Dingen ist es oft viel Leidenschaft. Wir haben über Lieferverträge gesprochen, glaube ich, sich über so etwas zu streiten. Aber an diesem Abend wurde dieser Mann sehr wütend. Ich glaube, er hatte im Gasthaus ein wenig zu viel getrunken. Eon hielt ille. Und ich glaube, es hat ihm nicht gefallen, dass ein Orlaner ihm Widerworte gibt. Ich habe ihn geschlagen, er ist auf mich zugestürzt, ich habe ihn geschlagen und er ist umgefallen wie ein Baum. Er muss wohl sich wohl den Kopf angehauen haben. Eon senkt den Blick und zuckt hilflos mit den Schultern. Wie sich zeigte, war er ein Ritter. Die Schmelztiegelritter interessiert nicht, was wirklich geschehen ist. Sie wollen mich einfach tot sehen, ohne Frage, ohne Umschweife. Bitte. Er sieht dich flehentlich an. Ich will einfach nur aus dieser Stadt verschwinden, sobald ich Geld für die Reise habe. Belästige ich niemanden mehr, das schwöre ich. Ich lebe ganz still und alleine. Aber du darfst ihnen nicht sagen, dass ich hier bin, bitte. Diese Belohnung ist mehr wert als dein erbärmliches Leben. Du kommst mit mir mit, der Duke wird über dich urteilen. Du musst für deine Taten bezahlen, sicherlich. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, Eon. Weil 300 Kupferstücke geben, hier, das dürfte dir reichen, damit du aus Trutzbucht kommst, ist wieder eher die Paladin-Angelegenheit. Ich hätte doch wirklich eher einen Paladin spielen sollen. Gerade solche Antworten mag ich eigentlich am liebsten, aber nein, Hagrim ist kein Paladin. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, Eon. Eon atmet erleichtert aus. Danke sehr, wirklich. Ich weiß, dass du ehrenwert und ehrlich bist. Ich wünsche nur, die Ritter würden dich anhören. Ich würde gerne einfach alles erklären. Eon nickt dir zum Gruß. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Hast du eine Frau namens Rowena gesehen? Eon schüttelt den Kopf. Es tut mir leid, aber ich kenne niemanden, der so heißt. Ich weiß aber, dass ich nicht der Einzige hier unten bin. Ab und zu höre ich Stimmen von jenseits des Kanals. Das klingt, als würde es sie aus dem Nordwesten kommen. Also da, wo wir die Fallen gefunden haben. Was kannst du mir über die Katakomben sagen? Eon lächelt schief. Ehrlich gesagt habe ich sie noch nicht gründlich erforscht. Diese kleine Ecke hier habe ich durch Zufall gefunden. Aber lass mich nachdenken. Nur der Kanal dort, das ist Krogans Kanal. Krogan wäre der Zwerg, der alles hier geplant hat. Er zieht sich durch das Ondras-Geschenk und läuft dort ins Meer. Ansonsten gibt es hier vor allem Knochen.
Es gibt ein Armenfeld für die Leute, die sich nichts Besseres leisten konnten, aber das ist heute alles überflutet. Die reicheren Leute haben hier unten ihre eigenen Ruhestätten, wo es trockener ist. Die Dux des Dürrwalds liegen auch hier unten, wenn du ihnen den letzten Respekt erweisen willst. Eon, wir müssen über deine Vergangenheit reden. Ah gut, geben wir ihm das Geld. Hier, das dürfte reichen. Eon blickt dich ungläubig ab, aber das ist... Sein Gesicht verzerrt sich, während er nach vorne rückt. Ich hatte gehört, dass du eine gute Seele bist, aber ich hätte nicht gedacht. Damit komme ich aus der Stadt und weit weg. Ich werde dir niemals genug danken können, aber hier nimmt das. Ich hoffe, es ist dir auf deiner Reise eine Hilfe. Mein ewiger Dank ist dir sicher, ich sollte aufbrechen. Neue Aufgabe unerwünscht. Ja. Was hat er mir denn gegeben? Kaninchenfellhandschuhe. Eigenschaften von kritischen Treffern, Modifikatorbonus 10%. Klingt cool. Ich glaube, die ziehst du mal an. 10% mehr Quid. Klingt immer gut. Was fangen wir mit Schriftrolle der Verteidigung? Ach, die kannst du vielleicht benutzen. Wenn nicht, dann Aufgabe abgeschlossen, unerwünscht. Dann können wir hier ja auch sein Lager plündern. Wenn es was zu plündern gibt. Hier unten wäre zum Beispiel noch eine Rastration. Okay. Die Königin, die gewesen war und noch immer ist. Oh, das ist Lektüre über ja. Die Königin des bleiernen Schlüssels. Oder wie die nochmal genau heißen. Let's see what lies this way. Ja, ganz vorsichtig. Hier gehen wir wieder in mehr oder weniger natürliche Höhlen über. Ja, immer ganz vorsichtig. Man weiß nie, was hier lauert. Ob es hier wieder noch mehr Untote gibt oder so. Hier gibt es auf jeden Fall ein Skelett. Ritual der ungezähmten Wildnis. Allen und seinen Fähigkeitspool. Klingt auch nett. Wieder ist jedoch nervig, die Feuchtspore. Und da wäre noch ein Tor. Nicht Sagani umhauen. Nur weil ihr zu übermütig seid. So. Die Feuchtspore weg. Dann können wir die Sporenblüten nämlich einsacken. Ach du meine Güte. Da das hier so übel aussieht. Mach mal den Schutz. Wow. Übertreibt's doch. Wow, Durins wird gut gehauen. Der da muss dringend weg, der Durins haut. Kann ich mal kurz hier eine Betäubung? Ich habe nämlich schon lange nicht mehr gespeichert, fällt mir gerade so auf. Ah Gott, das sieht für Eda gar nicht gut aus. Okay, ich kann jetzt wegrennen, aber was bringt mir das? Der Kampf hört dadurch nicht auf, glaube ich. Du kannst mal das darauf entsprechen. Aber jetzt haut er Kanner.
Kommt, bringt ihn zu Fall. Danke. Ja. Das Problem ist, Edda liegt da unten noch rum. Und Imutag auch. Itumak. Ist schon mal intelligent gelöst. Der Troll hat sich geheilt. Okay. Das kriegen wir nicht hin. Wo machen wir denn jetzt der Quick Save? Genau hier. Super. Ich glaube, die Höhle da unten meide ich auch erstmal. Und mach sie, wenn wir das nächste Mal in die Katakomben kommen. Ich gebe dem einen nur sein Geld. Mhm. Obwohl, jetzt sieht Edda ja wieder gesund aus eigentlich. In Anführungszeichen. Erstmal wieder hier rein. Aber hier ging es ja in den Tempel. So. Genau, hier war der Schleim im Weg. Ey, da kommt nicht durch. Naja, meine beiden Tierchen haben das auch alleine jetzt erledigt. So. Jetzt erstmal hier rüber. Den Streitkolben wieder einsacken. Ja, mit dem können wir reden. Hast du Rockwina gesehen? Was tust du hier unten? Ja. Kennen wir alles? Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was kannst du mir über die Katakomben sagen? Und dann geben wir dir das Geld und fertig. Gut. Dietrich. Der Gegenstand. Edda, die Quid. Dinger. Und wir haben Erfahrung gemacht. Naja, bis zum nächsten Level ab dauert es jetzt noch eine Weile. So, wir könnten da runter gehen. I can do that. Oh. Da sind viele Gegner drin gewesen. Wow, was macht ihr für einen bösen Vernichtungsstrahl? So, heil mal alle. Und dann müsste der Skelett machen und der Skelett-Waldläufer, die müssen weg. So, sehr gut. Alles einsacken. Hier auch. Ein Skelettkämpfer. Ach, wir haben Fenris vergessen. Fenris hat schon den nächsten gepult. So, töten wir den noch. Ein Edelstein aus der Urne. Noch mehr Materialien. Geld. Ein guter Schuppenpanzer. Auch nicht schlecht.